der 30-jährige Krieg. Er beginnt 1618 mit dem Prager Fenstersturz und endet 1648 mit dem Westfälischen Frieden. Drei Jahrzehnte gewaltiger politischer, gesellschaftlicher und militärischer Umwälzungen. Wie erleben die Menschen diesen Krieg? Wie überleben sie ihn? Da ist der hochadlige Feldherr Christian von Braunschweig, der bald nur noch der tolle Halberstädter genannt wird. Da ist der Söldner Peter Hagendorf, der in diesem Krieg fast 25.000 Kilometer zu Fuß zurücklegt. Da ist der Kriegsheld Jan von Werth, der sich vom Bauernbuben zum Reitergeneral hochkämpft. Kaiserliche und Katholiken überall auf dem Vormarsch. Herzog Christian von Braunschweig, genannt der tolle Halberstädter, ringt mit dem Tod. 6 Jahre zuvor, Anfang November 1620, in der Nähe von Prag. Das böhmische Heer steht einer Übermacht aus Kaiserlichen und Truppen der Katholischen Liga gegenüber, dem Bündnis West- und Süddeutscher Fürsten unter dem Vorsitz des Bayernherzogs Maximilian. Gewaltmärsche und schlechtes Wetter haben die Moral beider Armeen geschwächt. Eigentlich ist es zu spät für eine Fortsetzung des Feldzuges, doch Maximilian besteht auf einer Entscheidungsschlacht. Prag im Mai 1618. Die böhmischen Stände, der Adel und die Städte fordern politische Rechte und Glaubensfreiheit. Der böhmische König, der Habsburger Ferdinand, verweigert ihnen beides. Eine Abordnung der Stände wirft darauf zwei kaiserliche Räte aus einem Fenster der Prager Burg. Der Prager Fenstersturz. Das ist das Signal zum Aufstand. Die Stände erklären Ferdinand für abgesetzt und wählen den Führer der Protestanten im Reich, dem Pfälzer Kurfürsten Friedrich, zum neuen König von Böhmen. Die Stände hoffen, dadurch den Streit mit Habsburg auf die internationale Ebene bringen zu können. Denn Friedrich, der sogenannte Winterkönig, ist der Schwiegersohn des englischen Königs und ein Neffe des niederländischen Statthalters. Wegen Böhmen wollen die aber keinen Krieg riskieren. Es lag am Kleinmut der Protestanten, dass die Schlacht am Weißen Berg verloren ging. Wenigstens von den protestantischen Fürsten des Reiches, ihren Glaubensbrüdern, erhoffen sich die Böhmen Beistand. Aber auch dies eine Fehlkalkulation. Die protestantischen Fürsten scheuen den Präzedenzfall. Immerhin rebellieren da Stände gegen ihren legitimen Landesherrn, den Habsburger. Die Konfessionsfrage ist in diesem Fall zweitrangig. Die Schlacht am Weißen Berg wird zum triumphalen Sieg der kaiserlich-katholischen. Der böhmische Aufstand bricht in sich zusammen. Der Winterkönig entkommt buchstäblich in letzter Minute. Herzog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, geboren am 20.09.1599, ist der jüngere Bruder des regierenden Herzogs. Mit 17 wird er Administrator, Verwalter des evangelischen Bistums Halberstadt. Das bedeutet aber nur, dass er die Einnahmen aus diesem Amt bezieht. Selbst wohlmeinende Zeitgenossen bemerken an ihm, dem sogenannten Halberstädter, ein sonderbar aufbrausendes und unberechenbares Wesen. Elisabeth, die Frau des vertriebenen Winterkönigs, trifft der Halberstädter im holländischen Exil. In ungestümer Leidenschaft macht er ihre Sache zu der seinen. Majestät, euch zu dienen ist mein einziges Verlangen. Eure Wertschätzung ist mir 100-mal teurer als mein Leben. Nicht eher will ich Ruhe geben, als ihr wieder über Böhmen herrscht. Der Handschuh der Königin wird ihm Unterpfand und Symbol seines Versprechens.
Vom Winterkönig erhält er ein Patent, Truppen werben zu dürfen und unter Waffen zu nehmen. Sammelplatz ist Kassel. Lange kann er seine teils mit Gewalt zusammengebrachte Armee von 10.000 Mann allerdings nicht verpflegen. Dazu fehlen dem Halberstädter die Mittel. Es kommt zu Plünderungen bis hinein ins Braunschweigische, wo sein Bruder regiert. Es muss etwas geschehen, sonst steht er bald ohne Armee da. Im Westfälischen, da ist noch was zu holen. Wollen den Katholiken dort ein wenig an der Galle kitzeln. Dann werden sie die Taler schon herausrücken. Mit den sogenannten Blutbriefen, die er zur Verstärkung des Inhalts an den vier Ecken ansenkt, macht er eines deutlich. Er ist zu allem entschlossen. Viele Städte öffnen darauf dem Halberstädter freiwillig die Tore. In Soest und in einem nahegelegenen Kloster fallen ihm zusammen 600.000 Taler in die Hände. Er ist saniert. Der Feldzug kann beginnen. Schnell spricht sich die Grausamkeit des Halberstädters herum und dass sein Wort nichts wert ist. Bald nennen sie ihn den tollen Halberstädter. Glühend verehre ich sie, meine Königin. Wie einst die Ritter für ihre hohe Frau ins Turnier zogen, um Ruhm und Ehre und die Gunst der Dame zu erringen, so bin auch ich bereit, mein Leben einzusetzen. Als Zeichen meiner Verehrung trage ich ihren Handschuh mit Stolz. In Magdeburg lässt er 15 neue Fahnen machen. 5 davon tragen die Devise Tout pour Dieu et pour elle. Alles für Gott und für sie. Nicht nur eine Ergebenheitsadresse für Königin Elisabeth, sondern auch ein Affront gegen die Katholiken, die viele ihrer Fahnen der Jungfrau Maria weihen. Bei Höchst erzwingt der Halberstädter den Mainübergang und stößt zu den Truppen des Winterkönigs, der sein Stammland, die Pfalz, zurückerobern will. Dabei wütet er so, dass der Winterkönig seufzt, er ruiniere das Land, mache keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Ja, er sei vom Teufel besessen und mache sich ein Vergnügen daraus, alles in Brand zu stecken. Die Spanier belagern Berchen ob Sohm. Der Halberstädter verspricht Rettung. Bei Fleurus in den habsburgischen Niederlanden verlegt ihm am 29. August 1622 ein spanisches Heer den Weg. 5-mal rennen die Truppen des tollen Halberstädters gegen die spanische Front, bis sie den Durchbruch erzwingen. In vorderster Linie ihr Anführer. Doch er wird verwundet. Jetzt nur keine Schwäche zeigen. Wenn es sein muss, gebe ich die Linke verloren. Alle sollen sehen, dass ich Schmerzen ertragen kann. 2 Tage nach der Schlacht stellen die Ärzte beginnenden Wundbrand am völlig zertrümmerten Unterarm des Herzogs fest. Ein Spiel! Ein Spiel! Die Trommeln wecken Aufmerksamkeit. Übertönen hoffentlich meine Schreie, wenn ich schreien sollte. Narkose wird der linke Arm 4 Finger breit oberhalb des Ellbogens abgetrennt. Den englischen Botschafter in den Niederlanden lässt der tolle Halberstädter wissen. Ein Arm ist mir geblieben, um Gottes Schlachten zu schlagen. Doch wird berichtet, dass er sich 3 Monate später vor Schmerzen noch nicht auf dem Pferd halten konnte. Seiner Mutter hatte er versprechen müssen, nicht mehr für die Winterkönigin zu kämpfen. Sogar mit dem Kaiser solle er sich aussöhnen, damit er seinen Halberstadt behalten könne. Er denkt nicht daran. Mit holländischem Geld wirbt er eine neue Armee und zieht ins Westfälische. Da stehen jedoch, anders als im vorigen Jahr, etliche Regimenter der katholischen Liga. Die Städte haben starke Garnisonen.
Was treibt den tollen Halberstädter allein, ohne reelle Chancen, gegen die überlegenen Streitkräfte der katholischen Liga einen neuen Feldzug zu beginnen? Er setzt alles aufs Spiel. Seine Position als Administrator von Halberstadt, die Aussicht, einst seinen kinderlosen Bruder zu beerben, sein eigenes Leben. In den Städten, da liegt das Geld. Ich muss es mir nur holen. Da heißt es zahlen oder brennen. Mit dem Geld kann ich meine Schulden leicht begleichen. Er hat sich verrannt. Sieht nicht die Gefahr, in die er sich manövriert hat, will sie nicht sehen. Tilly, der Oberkommandierende der bayerisch-ligistischen Armee, ist ihm hart auf den Fersen. Bei Stadtlohn, unmittelbar vor der holländischen Grenze, kann er ihn am 6. August 1623 stellen. Zwar hat der Halberstädter die bessere Position auf einem Hügel, doch ist seine frisch geworbene Armee nicht genügend gedrillt und unerfahren. Sie seien des Hagelgeschosses und scharfen Platzens nicht gewohnt, so ein Augenzeugenbericht. Nach etwa zweistündigem Kampf bricht die Front. Die Armee ist in Auflösung. Letzte intakte Einheiten versuchen, den Rückzug zu decken. Die Verluste der Armee des Halberstädters sind immens. 6.000 Gefallene oder Verwundete, 4.000 Gefangene. Das sind 2/3 seiner Truppen. ...300 Artilleriewagen, seine 16 Geschütze, die ganze Bagage, die Kriegskasse des Heeres und 85 Fahnen werden Beute der Liga-Armee. Nur mit Mühe kann sich der Halberstädter über die nahe Grenze in die Niederlande retten. Der Kampf muss weitergehen. Nichts ist verloren. Am 16. Juni 1626 stirbt Herzog Christian von Braunschweig, Administrator von Halberstadt, in Wolfenbüttel an Fieber und Erschöpfung. Er wurde 27 Jahre alt. Mit Gustav Adolf, König von Schweden, kommt der große Wendepunkt des Krieges. Am 6. Juli 1630 landet er mit 13.000 Mann an der pommerschen Küste. Ihm gehe es darum, so lässt er verlauten, seinen bedrängten Glaubensbrüdern beizustehen und die deutsche Freiheit gegen die Dominanz des Kaisers zu schützen. Tatsächlich hat er jedoch schwedische Interessen im Auge. Der Kriegseintritt Schwedens bedeutet die Ausweitung des bis dahin deutschen Krieges, zumal auch Frankreich den Schwedenkönig finanziell unterstützt. Sein Vormarsch quer durch Deutschland gleicht einem Triumphzug. Seine Siege bringen ihn bis an die Grenze der habsburgischen Territorien. Peter Hagendorf ist Sergeant in einem schwedischen Regiment und ein genauer Beobachter. Wir wissen von ihm, weil er sich Notizen macht. Wann oder wo er geboren wurde, bleibt unbekannt. Er mag Mitte 20 gewesen sein, als er sich im April 1627 in Ulm vom bayerischen Regiment Pappenheim hat anwerben lassen. Er ist beim Sturm auf Magdeburg dabei und wird 1633 nach der Übergabe Straubings an die Schweden von diesen in die schwedische Armee gezwungen. Nach kurzer Zeit wird er zum Sergeanten befördert. Die Seiten zu wechseln in diesem Krieg scheint Hagendorf nicht viel auszumachen. Wenn man nicht auf Zucht und Ordnung hält, ist es bald vorbei mit der Disziplin. Besonders, wenn nicht gekämpft oder marschiert werden muss. Besonders auf die Waffen muss geachtet werden. Sie dürfen nicht rosten und müssen gut geölt werden, damit sie im Kampf nicht versagen. Hey. Mal wie die Finger ausschaut. Das ist ein Hoffenmensch. Weißwäsche, frische Wäsche, das ist das Wichtigste im Krieg. Darum habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich genügend davon habe. In den Zeiten, wo ich ohne Weib gewesen, hat mir so manches Mägdelein die Wäsche in mein Zelt bringen müssen. Ja.
Auch in der Armee bleibt der Unterschied zwischen Adel und einfachem Volk gewaltig. Wer von Adel ist, wird Offizier wegen seiner Herkunft, nicht nach Verdienst. Der einfache Söldner ist ein Handwerker des Todes. Zur Vorbereitung auf eine Schlacht gehört das Kugelgießen. Die Sorge um das notwendige Blei ist Teil des Alltags. Da bleiben auch Kirchenfenster nicht verschont. Die Handhabung einer Luntenschlossmuskete, dem gebräuchlichsten Gewehr des Krieges, erfordert hohe Präzision und gute Nerven. Jeder Handgriff muss sitzen. Und das sind über 40 für einen Schuss. Die müssen täglich geübt werden. Besonders beim Umgang mit Pulver und Lunte muss er vorsichtig sein, denn sonst könnte er sich beim Schuss das Gesicht verbrennen. Im Gefecht kommt es auch auf die Geschwindigkeit an, mit der der Söldner seine Muskete wieder laden kann. Da gibt es große Unterschiede. Die einen sind schnellere und geschicktere Schützen, andere tun sich schwer mit dem komplexen Ladevorgang. Davon hängt die Kampfkraft einer Armee ab. Dabei sind es nicht mehr als 10 abgemessene Pulverladungen, eine für jeden Schuss, die der Musketier mit in die Schlacht nimmt. Gib! Feuer! Dinkelsbühl. Wie oft bin ich nach Dinkelsbühl gekommen? Nicht immer ging es dort so fröhlich zu wie dieses Mal. Denn da habe ich meinen Vetter, den Glockengießer Adam Jeligan, getroffen. War das eine Freude. Zum Glück war das Lager befohlen und es gab Bier genug. In diesen Zeiten wieder einmal einen Menschen zu treffen, der einem vertraut ist, den man kennt aus einem früheren Leben. Das ist schon ein Geschenk. Das muss gefeiert werden. Hagendorf waren in diesem Jahr auch sein 4. Kind, das er nie gesehen hatte, und seine erste Frau, Maria Stadler, die ihm nachgereist war und ihn 2-mal verpasst hatte, gestorben. Da kam der Bartel, mein Reiterbube, uns gerade recht. Allein hatte er meine beiden Pferde aus Regensburg hergebracht. Da habe ich eines verkauft und wir haben es uns weiter recht lustig gemacht. Der Bub hat darüber geweint. Jan von Werth, 1591 in der Nähe von Köln als Bauernsohn geboren, steht zunächst in spanischem, dann in kurkölnischem Sold. Er bringt es zum Offizier, wechselt dann in die bayerische Armee und wird 1632 Oberst eines Kavallerieregiments. Auch wenn sie alle im Sold des bayerischen Kurfürsten Maximilian stehen, ist ihre Konfession nicht entscheidend. Woran einer glaubt, ist, je länger dieser Krieg dauert, einerlei. Wenn er nur das tut, was von ihm erwartet wird. Im Sommer 1634 spitzt sich die Kriegslage in Süddeutschland dramatisch zu. Die beiden Habsburger Mächte, der Kaiser und Spanien, haben einen gemeinsamen Schlachtplan verabredet. 2 Armeen, eine kaiserlich-deutsche unter dem Kaisersohn Ferdinand und eine spanische unter dem Kardinalinfanten Ferdinand, beide sind Vettern, sollen sich vereinen, um gemeinsam Nördlingen, eine Hochburg des Protestantismus, zu erobern. Die Schweden, unter ihnen auch Peter Hagendorf, beziehen oberhalb von Bopfingen, 2 Stunden westlich von Nördlingen, ein festes Lager. Täglich kommen weitere Verstärkungen, doch noch sind die schwedisch-protestantischen Kräfte zahlenmäßig unterlegen. Die Berichte aus den belagerten Nördlingen sind allerdings so dramatisch, dass die schwedischen Kommandeure sich zum sofortigen Angriff entschließen. Was das Miterleben dieser Schlacht, einer der mörderischsten des ganzen Krieges, bedeutet, können weder Kupferstiche noch Beschreibungen je ganz wiedergeben.
In der Nacht zum 5. August 1634 versuchen schwedische Truppen, einen der kaiserlichen Front vorgelagerten Hügel zu stürmen. Vergeblich. Am Morgen formieren sich beide Heere auf den gegenüberliegenden Seiten einer Talsenke. Die schwedisch-protestantischen müssen angreifen, um den bedrängten Nördlingen zu Hilfe zu kommen. Also versuchen sie wiederum, diesen Albuch genannten Hügel zu nehmen. Nach den ersten Salven ist alles voller beißendem Pulverdampf, der sich auf die Atemwege legt. Bald sieht man kaum noch 50 Meter weit. Der Feind ist da. Seine Kugeln durchpflügen die Luft, Trommeln, Schreie. Doch er ist unsichtbar, bis er plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Zehnmal stürmen die Schweden den Albuch, bis sie die Kaiserlichen endlich aus ihrer Stellung werfen können. Doch der sofort einsetzende Gegenangriff vertreibt die Schweden wieder von dem Hügel. 7 Stunden dauert bereits der Kampf. Die Soldaten brauchen eine Pause, Wasser und neue Munition. Der schwedische General Horn will seine stark dezimierten Regimenter sammeln und neu formieren. Er zieht sich hinter die eigenen Linien zurück. Diese Gelegenheit lässt der Gegner nicht ungenutzt verstreichen. Auf ganzer Front rücken die zahlenmäßig überlegenen kaiserlich-spanischen Truppen vor und beginnen den Generalangriff. Dem können die Schweden nicht mehr standhalten. Die Front bricht zusammen. Nördlingen wird zu einer katastrophalen Niederlage. Alles sucht sein Heil in der Flucht. Mit einem Schlag ist die schwedische Dominanz im Süden Deutschlands vorerst beendet. Peter Hagendorf ist Überlebender der Schlacht. Und wieder einmal habe ich sonderbarliches Glück gehabt. Denn außer mir ist niemand von unserem Regiment, der in unsere Stellungen zurückgekommen ist, ohne Verwundung gewesen. Wenn die Waffen schweigen, kommt die Stunde der Frauen vom Tross. Sie suchen nach ihren Männern. Wem ist noch zu helfen? Nehmen den Toten, was die nicht mehr brauchen. Es ist aber auch die Stunde jener anderen Armee, die der Kämpfenden wie ein Schatten folgt. Schwärme marodierender ehemaliger Söldner und Deserteure werden von den großen Armeen magisch angezogen. Sie erwarten das Ende der Schlacht in der Hoffnung, bei den Toten und Sterbenden auf dem Schlachtfeld ihre Beute zu machen. Grimmelshausen, Teilnehmer und Dichter des Großen Krieges, berichtet von einer Begebenheit, wie sie sich wohl in und nach allen Schlachten zugetragen haben mag. Ein verwundeter Offizier kann sich selbst nicht helfen und bittet um Gnade, nennt seinen Gegner, der nur ein einfacher Söldner ist, sogar Kamerad. Einen Moment lang zögert der. Mehr noch als die Aussicht auf Beute lockt ihn die Chance, einem Offizier und Edelmann ungestraft das Lebenslicht auslöschen zu können. Auch in diesem Sinne ist der Krieg ein großer Gleichmacher. Wir hatten uns ergeben müssen. Da will es das Schicksal, dass Leute aus meinem alten bayerischen Regiment mich wiedererkennen. Die bringen mich zu dem Hauptmann, mit dem ich damals in Straubing gekämpft hatte und der mit mir gefangen wurde. Einerlei, wie er entkommen konnte. Er gibt mir die bayerische Feldbinde und meine alte Korporalstelle zurück. In der Armee ist es gut, seinen Platz zu kennen oder ihn sich zu suchen. Hagendorf weiß, wo er steht, wo er stehen möchte. Kurzzeitig, so scheint es, hatte er sogar Offiziersrang. Doch am liebsten hält er sich fern von seinen Vorgesetzten. Seine Nische ist die Stellung eines Unteroffiziers. Große Schlachten
Besonders wenn sie so eindeutig ausgehen wie Nördlingen, bringen weitere Unruhe und Gefahr für die ganze Gegend. Der unterlegene Feind muss, wenn er sich nicht vollständig zurückgezogen hat, auch aus den Städten und festen Plätzen geworfen werden. Für beide Seiten beginnt ein Nervenkrieg. Der Stadt- oder Festungskommandant muss vor allem dafür sorgen, dass den Belagerern kein Überraschungsangriff gelingt. Wehrgänge und Festungswerke müssen jederzeit besetzt sein. Wenn der Gegner mauerbrechendes Geschütz, große Kaliber einsetzt, kann es klüger sein, einen Ausfall zu wagen, bevor die Belagerer eine Bresche in die Mauern schießen können. Aber solche Kanonen sind kaum verfügbar und müssen in der Regel von weit her herangeschafft werden. Das dauert und kostet. Bei der Aufforderung zur Übergabe einer Stadt gibt es feste Regeln. Zunächst erfolgt das sogenannte Anblasen durch den Stabstrompeter der Belagerer. Daraufhin tritt eine Delegation der Belagerten vor das Tor. Ob die Belagerer mit ihrer Aufforderung Erfolg haben, hängt einerseits davon ab, wie machtvoll und entschlossen sie auftreten, andererseits aber auch davon, wie moderat und ehrenvoll ihre Bedingungen für eine Übergabe sind. Ob die Belagerten akzeptieren, also den Akkord annehmen, liegt im Kalkül des Kommandanten. Schätzt er die Stärke des Feindes im Vergleich zur eigenen richtig ein? Halten die Mauern? Hat er genügend Proviant und Munition? Kann er auf Hilfe von außen hoffen? Die meisten Orte werden kampflos übergeben. Weniger häufig wird regelrecht belagert. Ein Sturmangriff ist dagegen selten und unbeliebt. Der Ausgang bleibt ungewiss und die Verluste sind in der Regel hoch. Seine kühne Kavallerieattacke hatte entscheidend zum großen Sieg bei Nördlingen beigetragen. Der Kaiser erhebt Jan von Werth darauf in den Adelsstand. Der Kurfürst von Bayern befördert ihn zum Generalwachtmeister. Der Kriegseintritt Frankreichs auf protestantischer Seite macht Jan von Werth für die bayerische Armee erst recht unentbehrlich. Als 1638 der nun Franzosenschreck genannte Jan von Werth nach 30 Siegen auf dem Schlachtfeld von Rheinfelden gefangen genommen und in Frankreich interniert wird, erkennt Kurfürst Maximilian sofort die Dimensionen dieses Verlustes. 4 Jahre sollten vergehen, bis die Franzosen sich auf den Austausch Jan von Werths gegen den bei Nördlingen 1634 gefangenen schwedischen General Horn einlassen. Ein Fehler, wie sich rasch zeigen wird. Im Herbst 1642 befreit er an der Spitze bayerisch-kurkölnischer Truppen zahlreiche Städte am Niederrhein von feindlicher Besatzung. Im Jahr darauf besiegt er die Franzosen bei Tuttlingen. Nein, Sie haben mich nicht vergessen. Sie vertrauen mir. Kann ich mich auf Sie verlassen? Es sind nicht sein Draufgängertum und seine vielen Siege allein, weshalb die Soldaten Jan von Werth zujubeln. Es ist seine joviale Art, mit der er es geschafft hat. Er ist der populärste Kriegsheld, für den viele in Klöstern und Dorfkirchen zum lieben Gott und zur Jungfrau Maria beten, dass sie ihn beschützen mögen. Wie im Tod, so ist auch im Sieg der Krieg ein großer Gleichmacher. Karrieren wie die des Jan von Werth sind nicht ungewöhnlich. Für die Herrscher sind sie doppelt nützlich. Wird ein Kriegsheld belohnt und befördert, ist das zugleich Ansporn für andere, es ihm gleich zu tun. Laufgräben ausheben, Kanonen in Stellung bringen und die Festung sturmreif schießen, das ist das Alltagsgesicht des Krieges. Dahinter steht eine Militärdoktrin, keine feindliche Festung darf auf dem Vormarsch übrig bleiben, denn sie wäre sonst der erste Brückenkopf für den Gegenangriff. So kommt es, dass die befestigten Plätze an den großen Heerstraßen entlang der Flüsse von beiden Seiten immer wieder wechselseitig belagert, erstürmt oder übergeben werden.
gutes Geschäft auf Gegenseitigkeit sind die Salvaguardia, eine Art Schutzgeldsystem. Ein Ort, der sich dem Schutz eines Feldherrn anvertraut, muss dafür zahlen. Er kann dafür mehr oder weniger sicher sein vor seinen Beschützern und dass diese zu Hilfe kommen, wenn Gefahr droht. Es sei denn, sie werden selber verjagt. Dann schlägt eine andere Armee ihre Schutzbriefe an die Tore der Stadt. Wenn ich nur das saufen lassen könnte, was wäre mir alles erspart geblieben. Doch wie anders ist dieses Leben zu ertragen? Nicht weiter als einen Steinwurf war ich hinter der Truppe zurückgeblieben. Da überfallen mich jählings drei Bauerntölpel aus dem Hinterhalt. Sie schlagen mich und nehmen mir Mantel, Ranzen und all meine Habseligkeiten. Die hängen, wenn ich sie zu fassen bekomme. Was Hagendorf erzürnt und er nicht versteht, ist nicht, dass er verkatert überfallen wurde, sondern dass es Bauern waren, die ihn überfielen. Der Soldat trägt eine Waffe. Er ist damit Träger rechtmäßiger Gewalt. Dem Bauern steht keine Waffe zu. Einen Soldaten zu überfallen, sei es aus Rache oder Habgier, ist in Hagendorfs Augen ein todeswürdiges Verbrechen. 6 Wochen später kommt Hagendorf zurück in die Gegend. Er erkennt einen der Bauern wieder, lässt ihn ins Gefängnis werfen, schaltet sogar seinen Obristen ein, der seine Forderung unterstützt. Hagendorf fordert, den Bauern aufzuhängen. Doch gibt er sich schließlich mit 12 Talern zufrieden, die ihm der Grundherr des Bauern auszahlen muss. Mit der Versorgung der Armee steht und fällt ihre Moral und Kampfkraft. Wenn die Proviantlieferungen ausbleiben, ist mitunter die Hälfte der Soldaten abkommandiert, die notwendige Versorgung bei den Bauern der Umgebung einzutreiben. Nicht immer wird dafür auch bezahlt. Im Krieg kommt es nicht darauf an, ein Kommando zu haben, sondern da zu sein, wo es etwas zu verteilen gibt. Tue Gewissen auf deiner Arbeit, falle nicht auf. Und du wirst sehen, es bleibt immer etwas übrig. Pro Soldat rechnet man 1 Kilogramm Brot, 1 Pfund Fleisch und 3 Liter Bier am Tag. Für eine Armee von 20.000 Mann mussten täglich 400 Zentner Brot gebacken, mindestens 50 Ochsen geschlachtet und 1250 Liter Fässer Bier herangeschafft werden. Da solche Mengen von einem begrenzten Gebiet so gut wie nie über längere Zeit erbracht werden können, sind die Heere ständig in Bewegung. Meine letzten Kräfte, bis zum letzten Blutstropfen, will ich einsetzen gegen die ausländischen Kronen, die mit dem Römischen Reich nichts zu tun haben. Das klingt patriotisch. Da spricht ein Soldat, der nichts anderes kennt als den Krieg, dem er alles verdankt. Es ist aber letztlich Ausdruck einer unversöhnlichen Haltung, wie sie auf beiden Seiten zu finden ist. Diese Haltung aber ist es, die den Krieg weiter und weiter in die Länge zieht. Beide Seiten halten einander vor, was sie erlitten haben und wie viel der Gegner ihnen schuldig ist. Unfähig zum Kompromiss bluten beide Seiten, gehen Landstriche und Städte zugrunde. Ob ein Soldat oder Offizier an seinen Wunden stirbt, hängt maßgeblich davon ab, wie gut seine Versorgung nach dem Kampf organisiert ist. Die akute Wundbehandlung geschieht direkt vor Ort. Transport- und gehfähige Rekonvaleszenten werden zur Ausheilung auf umliegende Städte und feste Plätze verteilt. Korporal Hagendorf ist einer von denen, die diese Transporte organisieren und durchführen. Die
Dieses Mal sind es nur 7, die mir anvertraut sind. Mein Fähnrich, der junge Baron von Nthaft, ist auch darunter. Der braucht natürlich ein besseres Quartier und bessere Verpflegung. Dafür wird er aber zahlen müssen. Für die übrigen werde ich über Unterbringung und die Ihnen und mir zustehende Verpflegung verhandeln müssen. Hauptsache, wir kommen sicher ans Ziel. Da die Armeen immer wieder dieselben Heerstraßen entlangziehen, dieselben Gegenden heimsuchen, bleibt die Versorgung mit ausreichend Nahrung ein großes Problem. Zeiten des Überflusses wechseln mit Zeiten des Hungers. Es ist gut, nicht mehr allein zu sein. Meine neue Frau ist mir eine große Hilfe. Sie denkt wie ich und packt mit an. Nicht, dass es aufgefallen wäre, dass ich mir guten Weizen zur Seite geschafft habe. Man muss nur warten können. Wenn das Brot im Lager knapp wird, lässt sich ein hübsches Geschäft daraus machen. Natürlich muss man eine Mühle haben und wissen, wie ein Erdofen gebaut wird. So etwas ist aber nur zu machen, wenn das allgemeine Brot im Lager knapp wird, aber noch nicht ganz ausgegangen ist. Denn sonst könnte es Ärger geben mit dem Proviantmeister. Man darf das nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn der Duft des frisch gebackenen Brotes durch das Lager zieht, werden sie schon kommen. Wichtig ist es, Brote unterschiedlicher Größe zu haben. Darauf hat mich mein Weib, die Anna Maria Buchler, gebracht. Nicht jeder hat genügend Geld für ein großes. Und alle sollen doch etwas bekommen. Mir und meinem Weib soll es nur recht sein. Zwar kennen die Heerführer den Wert landsmannschaftlich homogener Einheiten, doch ist das gegen Ende des Krieges nicht mehr zu erreichen. 1645 dienen in einem bayerischen Regiment 534 Deutsche, 218 Italiener, 54 Polen, 51 Slowenen, 43 Burgunder, 26 Griechen, 24 Lothringer, 18 Dalmatier, 15 Franzosen, 15 Türken, 14 Tschechen, 11 Spanier, einige Ungarn, Kroaten, Schotten, Sizilianer und ein Ire. Da ist es von Vorteil, wenn die Offiziere Fremdsprachen beherrschen. Mit der Zeit bildet sich ein regelrechter Sprachmischmasch, ein Soldatenjargon. Was mag Peter Hagendorf bewegen, aufzuschreiben, was er erlebt hat? Damit er sich später besser erinnern kann? Oder will er Zeugnis ablegen von seinem Leben? Auf jeden Fall denkt er dabei an die Zukunft. Mit seiner zweiten Frau hat Hagendorf 6 Kinder, von denen 2 den Krieg überleben. Nüchtern, fast lakonisch schildert er sein Leben. Im Detail listet er die Wegstrecken auf, die er mit der Armee zurücklegt. Wo ein guter Wein wächst, das notiert er ganz genau. Steigende und fallende Preise für das, was einer zum Leben so braucht, Schuhe und Kleidung, findet er berichtenswert. Dazwischen übergangslos Einträge über den Tod seiner ersten Frau und seiner insgesamt 8 nicht überlebenden Kinder. Im Tross der Armeen wachsen Kinder heran, die nichts anderes erlebt haben als den Krieg. Und diese werden, wenn sie nicht sterben, Trommler oder Reiterbub, Musketier oder Dragoner. Töchter von Soldaten heiraten Soldaten. Diese Menschen sind Entwurzelte. Ihre Heimat ist der Krieg. Was ihnen Halt gibt, ist die Nähe zu einem Menschen, der genauso empfindet wie sie. Auch Hagendorfs zweite Frau ist die Tochter eines Soldaten. Die Söldnerehe ist eine Schicksalsgemeinschaft, die weniger auf Zuneigung als auf Vertrauen basiert und deshalb mehr ist als nur ein Zweckbündnis. Man muss sich aufeinander verlassen können in den unkalkulierbaren Situationen des Soldatenlebens im Krieg.
Das geht mir zu weit. Hat der Kurfürst von Bayern den Mut verloren? Oder ist er so ehrvergessen, den obersten Kriegsherrn, unseren Kaiser, in der höchsten Not zu verlassen? Maximilian schließt im Frühjahr 1647 in Ulm einen Waffenstillstand mit Frankreich, um seiner völlig erschöpften Armee und seinem Land eine Atempause zu verschaffen. Er neutralisiert seine Armee, muss aber hinnehmen, dass bayerische Städte von Franzosen und Schweden besetzt bleiben. Das kann und will Jan von Werth nicht akzeptieren. Maximilian erfährt vom Unmut seines Reitergenerals und verlangt ein eindeutiges Bekenntnis zur Loyalität. Das ist zu viel für Jan von Werth. Er ruft die Kavallerieregimenter auf, mit ihm zur kaiserlichen Armee überzugehen. Er vertraut auf seine Popularität. Doch kaum 60 Reiter seines eigenen Regiments folgen ihm. Die bayerischen Regimenter bleiben ihrem Landesherrn treu. Der Wechsel zu den Kaiserlichen gerät Jan von Werth zur regelrechten Flucht. Überall stellen sich ihm bayerische Einheiten in den Weg. Der Kaiser nimmt ihn in Gnaden auf, macht ihn zum kaiserlichen General und ersetzt ihm alle Verluste. Das Verhältnis von Kurfürst Maximilian zu seinem populärsten General hat für immer Schaden genommen. Daran ändert sich auch nichts, als Werth im Sommer 1648 bei Dachau die letzte Schlacht des Krieges auf bayerischem Boden gewinnt. Eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht. Auch wenn ich durch den Krieg vieles verloren habe, vieles gab er mir auch zurück. Meine zweite Frau ist mir lieb und gut. Auch wenn ihre Krankheiten mich eine Menge Geld gekostet haben. Sie hat mir zwei Kinder geboren, die mit Gottes Hilfe überleben werden. Hagendorf und seine Frau sind Überlebende des Krieges. Den Tod hat er täglich gesehen. Er selbst konnte ihm entkommen. Ob ihm das vieltausendfache Sterben auf dem Schlachtfeld, das elende Krepieren an Hunger, Kälte und Seuchen nahegegangen ist, wir wissen es nicht. Aufgeschrieben hat er nichts darüber. ...1649 enden die Eintragungen in Hagendorfs Tagebuch. Er ist auf dem Weg nach Westen. Spanien wirbt neue Soldaten für den Krieg gegen Frankreich. Fähige Rekonvaleszenten werden zur Ausheilung auf umliegende Städte und feste Plätze verteilt. Korporal Hagendorf ist einer von denen, die diese Transporte organisieren und durchführen. Dieses Mal sind es nur 7, die mir anvertraut sind. Mein Fähnrich, der junge Baron von Nothaft, ist auch darunter. Der braucht natürlich ein besseres Quartier und bessere Verpflegung. Dafür wird er aber zahlen müssen. Für die übrigen werde ich über Unterbringung und die Ihnen und mir zustehende Verpflegung verhandeln müssen. Hauptsache, wir kommen sicher ans Ziel. Da die Armeen immer wieder dieselben Heerstraßen entlangziehen, dieselben Gegenden heimsuchen, bleibt die Versorgung mit ausreichend Nahrung ein großes Problem. Zeiten des Überflusses wechseln mit Zeiten des Hungers. Es ist gut, nicht mehr allein zu sein. Meine neue Frau ist mir eine große Hilfe. Sie denkt wie ich und packt mit an. Nicht, dass es aufgefallen wäre, dass ich mir guten Weizen zur Seite geschafft habe. Man muss nur warten können.
Wenn das Brot im Lager knapp wird, lässt sich ja ein hübsches Geschäft daraus machen. Natürlich muss man eine Mühle haben und wissen, wie ein Erdofen gebaut wird. So etwas ist aber nur zu machen, wenn das allgemeine Brot im Lager knapp wird, aber noch nicht ganz ausgegangen ist. Denn sonst könnte es Ärger geben mit dem Proviantmeister. Man darf das nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn der Duft des frisch gebackenen Brotes durch das Lager zieht, werden sie schon kommen. Wichtig ist es, Brote unterschiedlicher Größe zu haben. Darauf hat mich mein Weib, die Anna-Maria Buchler, gebracht. Nicht jeder hat genügend Geld für ein großes. Und alle sollen doch etwas bekommen. Mir und meinem Weib soll es nur recht sein. Zwar kennen die Heerführer den Wert landsmannschaftlich homogener Einheiten, doch ist das gegen Ende des Krieges nicht mehr zu erreichen. 1645 dienen in einem bayerischen Regiment 534 Deutsche, 218 Italiener, 54 Polen, 51 Slowenen, 3 Soldatenlebens im Krieg. Das geht mir zu weit. Hat der Kurfürst von Bayern den Mut verloren? Oder ist er so ehrvergessen, den obersten Kriegsherrn, unseren Kaiser, in der höchsten Not zu verlassen? Maximilian schließt im Frühjahr 1647 in Ulm einen Waffenstillstand mit Frankreich, um seiner völlig erschöpften Armee und seinem Land eine Atempause zu verschaffen. Er neutralisiert seine Armee, muss aber hinnehmen, dass bayerische Städte von Franzosen und Schweden besetzt bleiben. Das kann und will Jan von Werth nicht akzeptieren. Maximilian erfährt vom Unmut seines Reitergenerals und verlangt ein eindeutiges Bekenntnis zur Loyalität. Das ist zu viel für Jan von Werth. Er ruft die Kavallerieregimenter auf, mit ihm zur kaiserlichen Armee überzugehen. Er vertraut auf seine Popularität. Doch kaum 60 Reiter seines eigenen Regiments folgen ihm. Die bayerischen Regimenter bleiben ihrem Landesherrn treu. Der Wechsel zu den Kaiserlichen gerät Jan von Werth zur regelrechten Flucht. Überall stellen sich ihm bayerische Einheiten in den Weg. Der Kaiser nimmt ihn in Gnaden auf, macht ihn zum kaiserlichen General und ersetzt ihm alle Verluste. Das Verhältnis von Kurfürst Maximilian zu seinem populärsten General hat für immer Schaden genommen. Daran ändert sich auch nichts, als Werth im Sommer 1648 bei Dachau die letzte Schlacht des Krieges auf bayerischem Boden gewinnt. Eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht. Auch wenn ich durch den Krieg vieles verloren habe, vieles gab er mir auch zurück. Meine zweite Frau ist mir lieb und gut. Auch wenn ihre Krankheiten mich eine Menge Geld gekostet haben. Sie hat mir 2 Kinder geboren, die mit Gottes Hilfe überleben werden. Hagendorf und seine Frau sind Überlebende des Krieges. Den Tod hat er täglich gesehen. Er selbst konnte ihm entkommen. Ob ihm das vieltausendfache Sterben auf dem Schlachtfeld, das elende Krepieren an Hunger, Kälte und Seuchen nahegegangen ist, wir wissen es nicht. Aufgeschrieben hat er nichts darüber. ...1649 enden die Eintragungen in Hagendorfs Tagebuch. Was das Miterleben dieser Schlacht, einer der mörderischsten des ganzen Krieges, bedeutet, können weder Kupferstiche noch Beschreibungen je ganz wiedergeben. In der Nacht zum 5. August 1634 versuchen schwedische Truppen, einen der kaiserlichen Front vorgelagerten Hügel zu stürmen. Vergeblich.
Am Morgen formieren sich beide Heere auf den gegenüberliegenden Seiten einer Talsenke. Die Schwedisch-Protestantischen müssen angreifen, um den bedrängten Nördlingen zu Hilfe zu kommen. Also versuchen sie wiederum, diesen Albuch genannten Hügel zu nehmen. Nach den ersten Salven ist alles voller beißendem Pulverdampf, der sich auf die Atemwege legt. Bald sieht man kaum noch 50 Meter weit. Der Feind ist da. Seine Kugeln durchpflügen die Luft, Trommeln, Schreie. Doch er ist unsichtbar, bis er plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Zehnmal stürmen die Schweden den Albuch, bis sie die Kaiserlichen endlich aus ihrer Stellung werfen können. Doch der sofort einsetzende Gegenangriff vertreibt die Schweden wieder von dem Hügel. 7 Stunden dauert bereits der Kampf. Die Soldaten brauchen eine Pause, Wasser und neue Munition. Der schwedische General Horn will seine stark dezimierten Regimenter sammeln und neu formieren. Er zieht sich hinter die eigenen Linien zurück. Diese Gelegenheit lässt der Gegner nicht ungenutzt verstreichen. Auf ganzer Front rücken die zahlenmäßig überlegenen kaiserlich-spanischen Truppen vor und beginnen den Generalangriff. Dem können die Schweden nicht mehr standhalten. Die Front bricht zusammen. Nördlingen wird zu einer katastrophalen Niederlage. Alles sucht sein Heil in der Flucht. Mit einem Schlag ist die schwedische Dominanz im Süden Deutschlands vorerst beendet. Peter Hagendorf ist Überlebender der Schlacht. Und wieder einmal habe ich sonderbarliches Glück gehabt. Denn außer mir ist niemand von unserem Regiment, der in unsere Stellungen zurückgekommen ist, ohne Verwundung gewesen. Wenn die Waffen schweigen, kommt die Stunde der Frauen vom Tross. Der junge Baron von Nothaft ist auch darunter. Der braucht natürlich ein besseres Quartier und bessere Verpflegung. Dafür wird er aber zahlen müssen. Für die übrigen werde ich über Unterbringung und die ihnen und mir zustehende Verpflegung verhandeln müssen. Hauptsache, wir kommen sicher ans Ziel. Da die Armeen immer wieder dieselben Heerstraßen entlangziehen, dieselben Gegenden heimsuchen, bleibt die Versorgung mit ausreichend Nahrung ein großes Problem. Zeiten des Überflusses wechseln mit Zeiten des Hungers. Es ist gut, nicht mehr allein zu sein. Meine neue Frau ist mir eine große Hilfe. Sie denkt wie ich und packt mit an. Nicht, dass es aufgefallen wäre, dass ich mir guten Weizen zur Seite geschafft habe. Man muss nur warten können. Wenn das Brot im Lager knapp wird, lässt sich ein hübsches Geschäft daraus machen. Natürlich muss man eine Mühle haben und wissen, wie ein Erdofen gebaut wird. So etwas ist aber nur zu machen, wenn das allgemeine Brot im Lager knapp wird, aber noch nicht ganz ausgegangen ist. Denn sonst könnte es Ärger geben mit dem Proviantmeister. Man darf das nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn der Duft des frisch gebackenen Brotes durch das Lager zieht, werden sie schon kommen. Wichtig ist es, Brote unterschiedlicher Größe zu haben. Darauf hat mich mein Weib, die Anna-Maria Buchler, gebracht. Nicht jeder hat genügend Geld für ein großes. Und alle sollen doch etwas bekommen. Mir und meinem Weib soll es nur recht sein. Zwar kennen die Heerführer den Wert landsmannschaftlich homogener Einheiten, doch ist das gegen Ende des Krieges nicht mehr zu erreichen.
1645 dienen in einem bayerischen Regiment 534 Deutsche, 218 Italiener, 54 Polen, 51 Slowenen, 43 Burgunder, 26 Griechen, 24 Lothringer, 18 Dalmatier, 15 Franzosen, 15 Türken, 14 Tschechen, 11 Spanier, einige Ungarn, Kroaten, Schotten, Sizilianer und ein Ire. Da ist es von Vorteil, wenn die Offiziere Fremdsprachen beherrschen. Mit der Zeit bildet sich ein regelrechter Sprachmischmasch, ein Soldatenjargon. Ein spanisches Heer den Weg. Fünfmal rennen die Truppen des tollen Halberstädters gegen die spanische Front, bis sie den Durchbruch erzwingen. In vorderster Linie ihr Anführer. Doch er wird verwundet. Nur keine Schwäche zeigen. Wenn es sein muss, gebe ich die Linke verloren. Alle sollen sehen, dass ich Schmerzen ertragen kann. Zwei Tage nach der Schlacht stellen die Ärzte beginnenden Wundbrand am völlig zertrümmerten Unterarm des Herzogs fest. Ein Spiel! Ein Spiel! Die Trommeln wecken Aufmerksamkeit. Übertönen hoffentlich meine Schreie, wenn ich schreien sollte. Ohne Narkose wird der linke Arm 4 Finger breit oberhalb des Ellbogens abgetrennt. Den englischen Botschafter in den Niederlanden lässt der tolle Halberstädter wissen: Ein Arm ist mir geblieben, um Gottes Schlachten zu schlagen. Doch wird berichtet, dass er sich 3 Monate später vor Schmerzen noch nicht auf dem Pferd halten konnte. Seiner Mutter hatte er versprechen müssen, nicht mehr für die Winterkönigin zu kämpfen. Sogar mit dem Kaiser solle er sich aussöhnen, damit er seinen Halberstadt behalten könne. Er denkt nicht daran. Mit holländischem Geld wirbt er eine neue Armee und zieht ins Westfälische. Da stehen jedoch, anders als im vorigen Jahr, etliche Regimenter der katholischen Liga. Die Städte haben starke Garnisonen. Was treibt den tollen Halberstädter allein, ohne reelle Chancen, gegen die überlegenen Streitkräfte der katholischen Liga einen neuen Feldzug zu beginnen? Er setzt alles aufs Spiel. Seine Position als Administrator von Halberstadt, die Aussicht, einst seinen kinderlosen Bruder zu beerben, sein eigenes Leben. In den Städten, da liegt das Geld. Ich muss es mir nur holen. Da heißt es zahlen oder brennen. Mit dem Geld kann ich meine Schulden leicht begleichen. Er hat sich verrannt. Sieht nicht die Gefahr, in die er sich manövriert hat, will sie nicht sehen. Fahnen werden Beute der Liga-Armee. Nur mit Mühe kann sich der Halberstädter über die nahe Grenze in die Niederlande retten. Der Kampf muss weitergehen. Nichts ist verloren. Am 16. Juni 1626 stirbt Herzog Christian von Braunschweig, Administrator von Halberstadt, in Wolfenbüttel an Fieber und Erschöpfung. Er wurde 27 Jahre alt. Mit Gustav Adolf, König von Schweden, kommt der große Wendepunkt des Krieges. Am 6. Juli 1630 landet er mit 13.000 Mann an der pommerschen Küste. Ihm gehe es darum, so lässt er verlauten, seinen bedrängten Glaubensbrüdern beizustehen und die deutsche Freiheit gegen die Dominanz des Kaisers zu schützen. Tatsächlich hat er jedoch schwedische Interessen im Auge. Der Kriegseintritt Schwedens bedeutet die Ausweitung des bis dahin deutschen Krieges, zumal auch Frankreich den Schwedenkönig finanziell unterstützt. Sein Vormarsch quer durch Deutschland gleicht einem Triumphzug. Seine Siege bringen ihn bis an die Grenze der habsburgischen Territorien.
Peter Hagendorf ist Sergeant in einem schwedischen Regiment und ein genauer Beobachter. Wir wissen von ihm, weil er sich Notizen macht. Wann oder wo er geboren wurde, bleibt unbekannt. Er mag Mitte 20 gewesen sein, als er sich im April 1627 in Ulm vom bayerischen Regiment Pappenheim hat anwerben lassen. Er ist beim Sturm auf Magdeburg dabei und wird 1633 nach der Übergabe Straubings an die Schweden von diesen in die schwedische Armee gezwungen. Nach kurzer Zeit wird er zum Sergeanten befördert. Die Seiten zu wechseln in diesem Krieg scheint Hagendorf nicht viel auszumachen. Wenn man nicht auf Zucht und Ordnung hält, ist es bald vorbei mit der Disziplin. Besonders, wenn nicht gekämpft oder marschiert werden muss. Besonders auf die Waffen muss geachtet werden. Sie dürfen nicht rosten und müssen gut geölt werden, damit sie im Kampf nicht versagen. Hey. Kann ich mal wie die Finger ausschalten? Du bist ein Hoffenmensch. Weißwäsche. Frische Wäsche, das ist das Wichtigste im Krieg. Darum habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich genügend davon habe. In den Zeiten, wo ich ohne Weib gewesen, hat mir so manches Mägdelein die Wäsche in mein Zelt bringen müssen. Kinder. Im Tross der Armeen wachsen Kinder heran, die nichts anderes erlebt haben als den Krieg. Und diese werden, wenn sie nicht sterben, Trommler oder Reiterbub, Musketier oder Dragoner. Töchter von Soldaten heiraten Soldaten. Diese Menschen sind Entwurzelte. Ihre Heimat ist der Krieg. Was ihnen Halt gibt, ist die Nähe zu einem Menschen, der genauso empfindet wie sie. Auch Hagendorfs zweite Frau ist die Tochter eines Soldaten. Die Söldnerehe ist eine Schicksalsgemeinschaft, die weniger auf Zuneigung als auf Vertrauen basiert und deshalb mehr ist als nur ein Zweckbündnis. Man muss sich aufeinander verlassen können in den unkalkulierbaren Situationen des Soldatenlebens im Krieg. Das geht mir zu weit. Hat der Kurfürst von Bayern den Mut verloren? Oder ist er so ehrvergessen, den obersten Kriegsherrn, unseren Kaiser, in der höchsten Not zu verlassen? Maximilian schließt im Frühjahr 1647 in Ulm einen Waffenstillstand mit Frankreich, um seiner völlig erschöpften Armee und seinem Land eine Atempause zu verschaffen. Er neutralisiert seine Armee, muss aber hinnehmen, dass bayerische Städte von Franzosen und Schweden besetzt bleiben. Das kann und will Jan von Werth nicht akzeptieren. Maximilian erfährt vom Unmut seines Reitergenerals und verlangt ein eindeutiges Bekenntnis zur Loyalität. Das ist zu viel für Jan von Werth. Er ruft die Kavallerieregimenter auf, mit ihm zur kaiserlichen Armee überzugehen. Er vertraut auf seine Popularität. Doch kaum 60 Reiter seines eigenen Regiments folgen ihm. Die bayerischen Regimenter bleiben ihrem Landesherrn treu. Der Wechsel zu den Kaiserlichen gerät Jan von Werth zur regelrechten Flucht. Überall stellen sich ihm bayerische Einheiten in den Weg. Der Kaiser nimmt ihn in Gnaden auf, macht ihn zum kaiserlichen General und ersetzt ihm alle Verluste. Das Verhältnis von Kurfürst Maximilian zu seinem populärsten General hat für immer Schaden genommen. Daran ändert sich auch nichts, als Werth im Sommer 1648 bei Dachau die letzte Schlacht des Krieges auf bayerischem Boden gewinnt. Eigentlich habe ich doch alles richtig gemacht. Auch wenn ich durch den Krieg... Beordnung der Stände wirft darauf zwei kaiserliche Räte aus einem Fenster der Prager Burg. Der Prager Fenstersturz. Das ist das Signal zum Aufstand. Die Stände erklären Ferdinand für abgesetzt und wählen den Führer der Protestanten im Reich, dem Pfälzer Kurfürsten Friedrich, zum neuen König von Böhmen.
Die Stände hoffen, dadurch den Streit mit Habsburg auf die internationale Ebene bringen zu können. Denn Friedrich, der sogenannte Winterkönig, ist der Schwiegersohn des englischen Königs und ein Neffe des niederländischen Statthalters. Wegen Böhmen wollen die aber keinen Krieg riskieren. Es lag am Kleinmut der Protestanten, dass die Schlacht am Weißen Berg verloren ging. Wenigstens von den protestantischen Fürsten des Reiches, ihren Glaubensbrüdern, erhoffen sich die Böhmen Beistand. Aber auch dies eine Fehlkalkulation. Die protestantischen Fürsten scheuen den Präzedenzfall. Immerhin rebellieren da Stände gegen ihren legitimen Landesherrn, den Habsburger. Die Konfessionsfrage ist in diesem Fall zweitrangig. Die Schlacht am Weißen Berg wird zum triumphalen Sieg der kaiserlich-katholischen. Der böhmische Aufstand bricht in sich zusammen. Der Winterkönig entkommt buchstäblich in letzter Minute. Herzog Christian von Braunschweig-Wolfenbüttel, geboren am 20.09.1599, ist der jüngere Bruder des regierenden Herzogs. Mit 17 wird er Administrator, Verwalter des evangelischen Bistums Halberstadt. Das bedeutet aber nur, dass er die Einnahmen aus diesem Amt bezieht. Selbst wohlmeinende Zeitgenossen bemerken an ihm, dem sogenannten Halberstädter, ein sonderbar aufbrausendes und unberechenbares Wesen. Elisabeth, die Frau des vertriebenen Winterkönigs, trifft der Halberstädter im holländischen Exil. In ungestümer Leidenschaft macht er ihre Sache zu der seinen. Majestät, euch zu dienen ist mein einziges Verlangen. Eure Wertschätzung ist mir 100-mal teurer als mein Leben. Nicht eher will ich Ruhe geben, als ihr wieder über Böhmen herrscht. Der Handschuh der Königin wird ihm Unterpfand und Symbol seines Versprechens. Vom Winterkönig erhält er ein Patent, Truppen werben zu dürfen und unter Waffen zu nehmen. Sammelplatz ist Kassel. Lange kann er seine teils mit Gewalt zusammengebrachte Armee von 10.000 Mann allerdings nicht verpflegen. Dazu fehlen dem Halberstädter die Mittel. Es kommt zu Plünderungen bis hinein ins Braunestjan von Braunschweig, Administrator von Halberstadt, in Wolfenbüttel an Fieber und Erschöpfung. Er wurde 27 Jahre alt. Mit Gustav Adolf, König von Schweden, kommt der große Wendepunkt des Krieges. Am 6. Juli 1630 landet er mit 13.000 Mann an der pommerschen Küste. Ihm gehe es darum, so lässt er verlauten, seinen bedrängten Glaubensbrüdern beizustehen und die deutsche Freiheit gegen die Dominanz des Kaisers zu schützen. Tatsächlich hat er jedoch schwedische Interessen im Auge. Der Kriegseintritt Schwedens bedeutet die Ausweitung des bis dahin deutschen Krieges, zumal auch Frankreich den Schwedenkönig finanziell unterstützt. Sein Vormarsch quer durch Deutschland gleicht einem Triumphzug. Seine Siege bringen ihn bis an die Grenze der habsburgischen Territorien. Peter Hagendorf ist Sergeant in einem schwedischen Regiment und ein genauer Beobachter. Wir wissen von ihm, weil er sich Notizen macht. Wann oder wo er geboren wurde, bleibt unbekannt. Er mag Mitte 20 gewesen sein, als er sich im April 1627 in Ulm vom bayerischen Regiment Pappenheim hat anwerben lassen. Er ist beim Sturm auf Magdeburg dabei und wird 1633 nach der Übergabe Straubings an die Schweden von diesen in die schwedische Armee gezwungen. Nach kurzer Zeit wird er zum Sergeanten befördert. Die Seiten zu wechseln in diesem Krieg scheint Hagendorf nicht viel auszumachen. Wenn man nicht auf Zucht und Ordnung hält, ist es bald vorbei mit der Disziplin. Besonders, wenn nicht gekämpft oder marschiert werden muss. Besonders auf die Waffen muss geachtet werden. Sie dürfen nicht rosten und müssen gut geölt werden, damit sie im Kampf nicht versagen. Hey. Mal wieder Finger ausschalten. Das ist ein Hoffenmensch. Weißwäsche. Frische Wäsche, das ist das Wichtigste im Krieg. Darum habe ich auch immer darauf geachtet, dass ich genügend davon habe.
In den Zeiten, wo ich ohne Weib gewesen, hat mir so manches Mägdelein die Wäsche in mein Zelt bringen müssen. Auch in der Armee bleibt der Unterschied zwischen Adel und einfachem Volk gewaltig. Wer von Adel ist, wird Offizier wegen seiner Herkunft, nicht nach Verdienst. Der einfache Söldner ist ein Handwerker des Todes. Zur Vorbereitung auf eine Schlacht gehört das Kugelgießen. Die Sorge um das zu machen, wenn das allgemeine Brot im Lager knapp wird, aber noch nicht ganz ausgegangen ist. Denn sonst könnte es Ärger geben mit dem Proviantmeister. Man darf das nicht an die große Glocke hängen. Aber wenn der Duft des frisch gebackenen Brotes durch das Lager zieht, werden sie schon kommen. Wichtig ist es, Brote unterschiedlicher Größe zu haben. Darauf hat mich mein Weib, die Anna-Maria Buchler, gebracht. Nicht jeder hat genügend Geld für ein großes. Und alle sollen doch etwas bekommen. Mir und meinem Weib soll es nur recht sein. Zwar kennen die Heerführer den Wert landsmannschaftlich homogener Einheiten, doch ist das gegen Ende des Krieges nicht mehr zu erreichen. 1645 dienen in einem bayerischen Regiment 534 Deutsche, 218 Italiener, 54 Polen, 51 Slowenen, 43 Burgunder, 26 Griechen, 24 Lothringer, 18 Dalmatier, 15 Franzosen, 15 Türken, 14 Tschechen, 11 Spanier, einige Ungarn, Kroaten, Schotten, Sizilianer und ein Ire. Da ist es von Vorteil, wenn die Offiziere Fremdsprachen beherrschen. Mit der Zeit bildet sich ein regelrechter Sprachmischmasch, ein Soldatenjargon. Was mag Peter Hagendorf bewegen, aufzuschreiben, was er erlebt hat? Damit er sich später besser erinnern kann? Oder will er Zeugnis ablegen von seinem Leben? Auf jeden Fall denkt er dabei an die Zukunft. Mit seiner zweiten Frau hat Hagendorf 6 Kinder, von denen 2 den Krieg überleben. Nüchtern, fast lakonisch schildert er sein Leben. Im Detail listet er die Wegstrecken auf, die er mit der Armee zurücklegt. Wo ein guter Wein wächst, das notiert er ganz genau. Steigende und fallende Preise für das, was einer zum Leben so braucht, Schuhe und Kleidung, findet er berichtenswert. Dazwischen, übergangslos, Einträge über den Tod seiner ersten Frau und seiner insgesamt 8 nicht überlebenden Kinder. Im Tross der Armeen wachsen Kinder heran, die nichts anderes erlebt haben als den Krieg. Und diese werden, wenn sie nicht sterben, Trommler oder Reiterbub, Musketier.